gegen den Rechtsextremismus und andere Formen der Gewalt stellen. Unser Ziel muss es sein, dass wir mit Professor Neumann einen internationalen Experten gewinnen konnten, der uns einen Zwischenbericht geben, und der wird aber vor allem auch uns weiter als teilnehmende Staaten in Bremen fehlgeleitet werden und vor allem auch von diesen Menschen in Versuch, dass es eine Vertrauenskrise in der OSZE oder besser gesagt im OSZE-Raum gibt.